Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zur nächsten Rebuild Challenge in NBA 2K24. Heute mit einer Aufgabe, die ich selber auch noch nie ausprobiert habe. Und zwar Stephen Curry und LeBron James gemeinsam im gleichen Team. Was wäre denn eigentlich, wenn die in dieser Ära nicht gegeneinander gespielt hätten, sondern miteinander? Ganz kurz für euch, wir starten rein in die LeBron-James-Ära 2010. Stephen Curry wurde 2009 gedraftet, bedeutet, der ist eigentlich noch ein Rookie. LeBron James ist bei den Miami Heat mit Dwayne Wade und Chris Bosh und wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir Stephen Curry von den Golden State Warriors rüberbekommen zu den Miami Heat. Ich weiß nicht, wie schwierig das ist, lassen wir uns überraschen und dann letztendlich simulieren wir das Ding einfach durch, versuchen das Team noch irgendwie zu verbessern, etc., etc. Und am Ende schauen wir einfach, wie viele Ringe dabei rauskommen. Ich würde sagen, rein da, ich hab Bock. Und da das Ganze jetzt auch schon geschmeidige 13 Jahre her ist, muss ich mir erstmal selber einen Überblick verschaffen über die Finanzen, weil ich habe keine Ahnung, was war denn damals da so eine Max-Contract wert. Okay, also wir sehen hier Chris Bosh, LeBron James und Dwayne Wade haben alle einen mega fetten Vertrag, der läuft über 5 Jahre. Danach kommt aber schon der ziemlich tiefe Fall mit Miller, Haslem, Anthony, House und so weiter und so fort. Also dieses Team ist wirklich in der Spitze krank besetzt und danach kannst du eigentlich sagen, kriegst du gefühlt keine 6-Mann-Rotation hin. Jetzt muss ich auch reinschauen, was verdient denn so ein Stephen Curry da damals auf seinem Rookie-Contract? Wir gehen mal hier rein, Position, oder komm, machen wir gleich hier. Zack, Curry. Bumm. Und da ist er auch schon. Also, er ist overall eine 84, hat 25 Plaketten und verdient 2,91 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich gar nichts. Okay, es gibt ein Angebot und das funktioniert für uns natürlich nicht. Hier ist Stephen Curry und Monta Ellis für LeBron James und Lee Cousins. Das bedeutet, ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal irgendwie... Haben die Miami Heat da damals eigentlich Picks gehabt? Wir gehen mal hier kurz rein, Trade. Oh mein Gott. Wir haben ja auch gar keine First-Round-Picks. Okay, das wird erstmal eine ziemlich krasse Aufgabe, Stephen Curry hier überhaupt rüber zu bekommen. Aber kriegen wir hin. Komm, wir gehen rein und traden einfach mal ein paar Spieler, die wir jetzt vielleicht auch zwangsläufig nicht brauchen. Wo fangen wir an? Vielleicht... Udonis Haslem hat 4 Plaketten. Mike Miller hat 4 Plaketten. Jones hat 8. Chalmers hat 5. Was wird man da bekommen? Ein First-Round-Pick von den Milwaukee Bucks. Und die müssten zu der Zeit eigentlich ziemlich trash gewesen sein. Okay. Geh mal weiter durch. Nicht, dass am Ende jemand vielleicht sogar 2 First-Round-Picks anbietet. Magic Mavs. Top 3 Protected. Und Ben Wallace. Aber Ben Wallace natürlich da damals schon 36 Jahre alt. Die Spurs. Ich glaube, wir gehen mit dem der Milwaukee Bucks. Ja. Okay. Jerry Stackhouse ist da auch noch mit dabei, aber der ist 35. Dementsprechend können wir da, glaube ich, drauf verzichten, dann ich muss noch weiter Trade-Suche. Ich muss einfach jetzt erstmal ein paar Spieler rausballern, weil ansonsten wird das auf gar keinen Fall irgendwas. Joel Anthony kriege ich auch da einen First-Round-Pick. Vielleicht muss ich da noch, da wäre einer, der ist Lotterie-Protected. Ich muss einen Second-Round-Pick mit abgeben, aber das wäre absolut okay. Ime Udoka, damals 32 Jahre alt, mittlerweile Head Coach von den Houston Rockets. Warte mal, hier war doch... Ich habe doch gerade First-Round-Pick gesehen, oder? Nee, ich habe mich verguckt. Dann gehen wir mit... Ist denn jetzt das Angebot mit dem... Bin ich gerade blind?
Habe ich mir das gerade eben eingebildet, dass hier irgendwo ein... Da war er doch. Ich habe gerade schon Halluzinationen. Hier, von den Memphis Grizzlies, Lotterie Protected. Ja, komm, nehme ich mit. Und dann mache ich noch einen Trade und dann gehe ich mal rein und schaue, was so die Rückmeldung ist von den Golden State Warriors. Eddie House, 11 Badges, 32 Jahre alt. Auch schon in die Jahre gekommen. Da könnte der Return vielleicht auch ein guter sein. Also auch hier ein First-Round-Pick der Bucks. Einer der Atlanta Hawks. Ich versuche auch immer so ein bisschen drauf zu schauen, ob vielleicht auch ein Spieler mit dabei ist noch, der einen gewissen Gegenwert haben könnte, dass wir ihn gleich wieder weiter traden. Aber... Naja, Rudy Fernandes. Wahrscheinlich gehe ich auch wieder mit dem der Milwaukee Bucks. Komm. Weil die waren zu der Zeit wirklich trash. Gut. Dann Stephen Curry. Wir gehen mal rein. Einfach jetzt mal der erste Versuch, ob da überhaupt irgendwas geht oder ob die sagen, ey, was willst du denn von uns? Nee, Moment. LeBron James erstmal direkt reingepackt. Also, wir sehen auch hier schon direkt, die Picks der Bucks sind ordentlich was wert. Ich habe noch hier einen Pick-Swap. Der ist Lotterie-Protected. Sie bitten mich, einen wertvollen Aktivposten abzugeben. Dann wird das wahrscheinlich... Ja, ich habe gar keinen weiteren First-Round-Pick mehr. Okay. Das bedeutet schon mal, Stephen Curry hat auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Preis. Da brauche ich dann wahrscheinlich auch einen anderen Spieler. Jetzt muss ich erstmal wieder Update erforderlich hier wegmachen, bin gleich wieder da. Jetzt schauen wir mal rein, was bekommen wir denn für Chris Bosh? Der verdient 14,5 Millionen, was sehr viel Geld ist. Natürlich, Chris Bosh ist einer der besten Power Forwards damals gewesen. Aber der Vertrag ist halt sehr, sehr teuer. Wenn ich da irgendwas bekommen würde, ja, so 8, 9 Millionen ist fast auch zu viel. Und Brandon Jennings, okay, der ist zum Beispiel hier 21 Jahre jung, aber das ist natürlich kein geiles Paket. David West, Nelson, Danny Granger verdient auch zu viel. Im Optimalfall eigentlich zwei Spieler. Steve Nash ist halt schon 36. Genau, das brauche ich. Kevin Love, 22. Verdient 3,64 Millionen US-Dollar. Ich kriege noch einen First-Round-Pick obendrauf. Wow. Ja, das ist er. Ich kann Kevin Love natürlich leider nicht behalten, weil ich werde ihn wahrscheinlich brauchen, um Stephen Curry zu bekommen. Boah, das wäre krass. Stellt euch mal vor, Dwayne Wade, LeBron James, Kevin Love und da packst du jetzt noch hier Steph mit rein. Aber ich werde Kevin Love opfern müssen. Gehen wir rein. Ich glaube, jetzt habe ich gute Chancen, dass es klappen könnte. Kevin Love. Ich probiere es erstmal so. Nee, okay. Dann diesen Pick der Milwaukee Bucks. Da bin ich am überlegen, ob ich den behalte. Der ist Top 5 Protected. Ich weiß halt nicht, wie krass die abkacken werden. Der ist auch Top 3 Protected. Das reicht ihnen immer noch nicht. Oh, ich habe Angst, Leute. Au. Bedeutet, ich muss jetzt entweder den reinhauen oder den hier. Gehe ich Risiko oder der ist halt am meisten wert. Sie machen es immer noch nicht. Was ist denn mit denen los? Okay, jetzt packe ich den rein. Jawohl, okay. Also das hat den Unterschied gemacht am Ende. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Stephen Curry, Dwayne Wade, LeBron James, Udonis Haslem, Ilgauskas, Jones Miller, Howard und Arroyo. V
von der Bank. Also da sind Spieler dabei, die ich nicht mal kenne. Banktiefe 8, Banknutzung 35. Gut, wie können wir uns jetzt hier noch verbessern? Ja, ein anderer Starting 5 Center wäre natürlich irgendwie schon schnieke, gell? Gehen wir mal rein. DeMarcus Cousins, auch frisch in der Liga, 20 Jahre jung. Ja, der wird natürlich auch teuer sein. Da, glaube ich, muss ich mir keine großen Hoffnungen machen. DeAndre Jordan, Monroe, Yao Ming, Craig Oden, JaVale McGee. Wobei, JaVale McGee sogar eigentlich. Was wollen sie da haben? Udonis Haslem und den First-Round-Pick der Bucks. Okay, jetzt drehen sie aber mal leicht durch. Ben Wallace, Pachulia. Ja, okay, dann sind wir ja schon hier unten bei 74. Also wenn, dann bräuchte ich schon so jemanden in die Richtung. In die Richtung. Ja, okay. Ibaka wäre natürlich legendär. Aber das kriege ich niemals. Ibaka verdient 1,2 Millionen. Das bedeutet, ich müsste hier so einen James Jones mit reinhauen. Und dann diesen Pick. Keine Ahnung. Ich bin begeistert von unserem aktuellen Kader und glaube, dass wir um die Meisterschaft mitspielen. Stimmt, OKC damals ja mit Kevin Durant, Russ und James Harden. Das kann ich vergessen. Tyson Chandler verdient 12 Millionen, das ist zu teuer. Marc Gasol, der ist halt auf einem ziemlich noch kleinen Vertrag, gell? Geht bei Marc nicht irgendwas. Ja, Stephen Curry, das kannst du ja gleich mal komplett vergessen. Ich habe noch diesen Vertrag hier, den Vertrag. Warum verdient denn Jim Edwards 4,79 Millionen US-Dollar? Was ist denn da bitte schiefgelaufen bei den Vertragsverhandlungen? Okay, aber da kommt auf jeden Fall schon mal eine andere Rückmeldung. Nee, aber ich glaube, das ist möglich. Hey, also ich trade jetzt noch den ein oder anderen Spieler, weil was will ich denn bitte mit diesen Verträgen, die auch dann noch auslaufen, wie zum Beispiel der hier von Edwards. Da steht zwar jetzt 1 plus 2, aber wow, der ist viel zu teuer. Also ich trade jetzt mal diese ganzen Gurken hier weg wie Edwards, Ferguson und Dooling. Und dann nehme ich lieber echt noch den 36-jährigen Ben Wallace, der auch noch 2 Jahre Vertrag hat. Den kriege ich dann, glaube ich, eher weiter. Und Jason Maxiell, das mache ich jetzt. Vor allen Dingen spare mir dann auch noch mal ein bisschen Cap, die beiden Verträge laufen aus und hier bin ich dann auch nochmal ein bisschen flexibler, weil beide halt auch noch Vertrag haben auf den Second Round Pick, ist für den Moment jetzt mal gepfiffen. Und jetzt schauen wir einfach überhaupt erstmal bis zur Trade Deadline, was überhaupt machbar ist. Ben Wallace kommt direkt rein in die Starting 5. Ich bin noch nicht überzeugt, ob man in diesem Jahr damit schon irgendwie großartig was gewinnt, aber lassen wir uns überraschen und simulieren jetzt mal hier bis zum 1. Februar. Und ich bin gerade auch ein klein wenig überrascht, aber wir stehen bei 40-4. Bei 40-4. Was geht da bitte ab? Wir schauen mal in die Spielerstats. Okay. LeBron James, 31 Punkte, 8,2 Rebounds, 9,6 Assists. Das ist natürlich absolut crazy. Dahinter Dwayne Wade, der ist nicht viel schlechter. Dahinter Stephen Curry mit 25,8 Punkten. Die machen es einfach alleine. Die sagen einfach so, Jungs, macht ihr einfach ein bisschen Defense. Udonis Haslem kommt auf seine 7,9 Rebounds. Ben Wallace noch 10,8, okay, stark. Und 1,4 Blocks, also das sieht aktuell gut aus. Und in dem Teamvergleich, Teamstatistiken. Wir stellen die mit Abstand beste Offense und wir stellen eine Top 5 Defense. Also das sieht echt top aus. Hätte ich nicht gedacht, bin ich ehrlich zu euch. Also dass man da jetzt schon so gut aussieht. Überlegt mal, Stephen Curry entwickelt sich ja normalerweise jetzt auch noch hoch auf, keine Ahnung, jetzt vielleicht nicht sofort auf eine 98 oder sowas, aber wahrscheinlich jetzt dann im folgenden Jahr auf eine 90, 91, 92, irgendwie sowas in der Richtung. Also das könnte geil werden. Also wir holen hier
nein, wir verlieren das letzte Spiel und stehen bei 69-13. Ich wollte sagen, wir holen 70 Siege, aber am Ende sind das 69. Ja, LeBron James ist MVP. Blake Griffin ist Rookie of the Year. Sixth Man of the Year ist Manu Ginobili. Depoy ist Andrew Bogut. Russ ist der MIP. Eric Spoelstra ist der Coach of the Year. Das war auf jeden Fall schon mal ein voller Erfolg. Dwayne Wade und LeBron James sind beide im All-NBA First Team. Und jetzt kommen die Playoffs gegen die Washington Wizards. Ich gehe mal rein in die Rotation. Wir haben eine 8-Mann-Rotation. Was okay ist. Da kann ich nicht großartig irgendwas ändern. Also der Frontcourt ist natürlich irgendwo besorgniserregend, aber mit Udonis Haslem und Ben Wallace habe ich zumindest auf jeden Fall zwei Dogs, die sich reinhauen werden. Als wenn es in 2K auch wirklich auch so wäre, gell? Ich erzähle das sowieso in der Realität. Aber ja, in der Realität waren es einfach zwei krasse Fighter. Und ansonsten verlassen wir uns einfach auf Dwayne Wade und LeBron James. Wir gucken mal ein bisschen rein, wer da damals überhaupt so gespielt hat bei den Washington Wizards. John Wall und Nick Young. Andre Blatchy. Boris Dia und JaVale McGee. Also die kennen bloß den in der Mitte nicht. Andre. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Also mein Gefühl würde jetzt sagen, das sollten wir eigentlich gewinnen, aber du weißt es ja nie. Ja, wir gewinnen mit 4-0. Dann bei den Boston Celtics. Kader automatisch. Mitten in den Playoffs? Was geht denn jetzt ab? Komische Forderung. Rajan Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett und Shaquille O'Neal. Das wird jetzt ein heißer Tanz. Ob wir das überstehen? Vor allen Dingen Frontcourt. Also ich meine, Shaq war da damals auch komplett durch. Aber Kevin Garnett war da damals schon auch ein krasses Monster. Das weiß ich jetzt nicht, ob wir das überleben. Aber schauen wir einfach mal. Ich gehe nochmal kurz rein ins Coaching, falls da noch irgendwelche Minuten angepasst werden sollen. Und dann 1-0 für uns. 2-0 für uns. 3-0 für uns. 4-0. Okay, das ist schon ein bisschen krass. Also ganz ehrlich, ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass die Celtics hier zwei Spiele gewinnen. Gut, die Denver Nuggets gegen die Dallas Mavericks und wir spielen gegen die Bulls. Mit Derrick Rose damals, oder? Ja, Rose, Brewer, Luol Deng, Carlos Boozer und Joakim Noah. Auch ein sehr, sehr krasses Team, darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und auf der anderen Seite die Denver Nuggets. Kann ich da überhaupt reinschauen? Jason Kidd und Dirk Nowitzki, die Mavs, die wir halt auch kennen, das legendäre Team. Und hier bei den Denver Nuggets, Chauncey Billups, J.R. Smith, Carmelo Anthony, und Chris Anderson. Wir machen es wieder, Step by Step. Okay, er hat gleich zwei Spiele auf einmal simuliert. 2-1, 3-1, 3-2, 3-3. Es wäre geil, Jungs, wenn ihr... Danke. Knappes Ding. Jetzt geht's gegen die Denver Nuggets. Holen wir sofort im ersten Jahr den ersten Ring. Und Steph ist gerade noch eine 85, Freunde. Er ist gerade noch eine 85. Oh oh, 1-0 für die Nuggets. Was ist da los? Das gefällt mir gar nicht. 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. Aber mal ganz kurz den Turnaround hingelegt. LeBron James ist der Finals MVP und damit gewinnen wir den ersten Ring im ersten Jahr. LeBron James hat hier fast ein Triple-Double im Durchschnitt. Quoten aus dem Feld gut von der 3-Punkte-Linie. 30%, das ist nicht stark. 68,8% von der Freiwurflinie. Wir gucken einmal kurz, einfach nur der Neugierde halber, rein. Boah, Steph hat nur 3 Dreier genommen. Das würde heute niemals passieren im letzten Spiel. Okay, aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen Ring abgegriffen. Also bisher heißt es LeBron plus Curry ist gleich ein Ring. Mal schauen, wie viele Ringe am Ende dann dastehen werden. Dann gehen wir direkt weiter zur Draft-Lotterie. Da sind wir ja jetzt nicht mit dabei. Wir haben den Pick der Bucks ja auch weiter getradet zu den
Warriors. Habe ich überhaupt irgendeinen Pick? Weiß ich gerade gar nicht. Raptors über Miami hier auf der 30. Es sieht so aus, als wenn wir keinen Pick hätten. Gehen wir mal kurz rein, einfach in den NBA-Draft, dann sehen wir es ja sofort. Freunde, lasst mir übrigens ein Like da. Bitte, bitte liked die Folgen. Ganz, ganz wichtig für mich. Bis zum Benutzer-Pick. Und welchen habe ich? Ja, Second-Round-Pick. Geile Geschichte. Wow. Wow. Nice. Ah. Kann ich den nicht irgendwie traden? Hat jemand Interesse? So, hier, ja. Und von mir aus gebe ich euch noch anderen Pick mit oben drauf. Die Bobcats geben mir 2 Picks aus den nächsten Jahren. Ist jemand zu verrückt und gibt mir einen First-Round-Pick? Man weiß es ja nie. Wir klicken aber ganz kurz durch. Nee, okay, da haben sie das Spiel dann doch zumindest mal einigermaßen normal eingestellt. Ja, gut. Okay, komm, weg damit. Bis zum Ende simulieren. Kawhi Leonard bei den Pistons, Outlaw bei den Jazz, Kyrie Irving bei den Kings, Kemba Walker bei den Raptors, Jimmy Butler bei den Cavs, Valanciunas bei den Warriors, Klay Thompson bei den Charlotte Bobcats. Oder? Charlotte Bobcats waren es damals. Hornets? Hießen denn die Hornets damals noch? Ja, genau, New Orleans Hornets. Oh Mann, ey. Isaiah Thomas. Ja, und dann wird es auf jeden Fall qualitativ schon ein bisschen schwächer. Gut, Rookie-Verpflichtungen habe ich keine. Team- und Player-Option. Ja, surprise, surprise. Annehmen natürlich bei Steph. Und dann haben wir hier kurz die Übersicht. Ja, Derrick Rose, Westbrook und so weiter haben natürlich die Teams angenommen. Qualifying Offer. Nein. Und dann rein ins Moratorium. Vielleicht ist da irgendjemand, der... Habe ich irgendwie ein bisschen Kohle frei? Ja, ich habe schon ein bisschen Geld, habe ich frei. Oh, Kirilenko. Wow. Wow. Muss ich mal dran denken, ob ich da vielleicht dieses Meme reinpacke von diesem einen Typen. Das wäre natürlich schon eine krasse Verstärkung. Shaq ist auch auf dem Markt, ist aber zu teuer. Ja, würde ich fast sagen, das macht am meisten Sinn, oder? Auf 24 Badges, das ist schon noch ordentlich. Also da kann er, ja, ich mache meine Team-Option. Und er stimmt zu. Geil. Dann habe ich da auf jeden Fall jemand Neues für meine Power-Forward-Position. Passt. Gehe ich durch, ob ich noch jemanden mitnehmen kann. Wie viele Spots habe ich denn frei? Ich brauche noch irgendwie einen Point Guard, wenn ich oben hinschaue. Ish Smith, Patty Mills. Da damals 22 Jahre jung. Patty Mills könnte man eigentlich mitnehmen, oder? Tut nicht weh. Patty Mills rein hier. Ein Small Forward bräuchte ich auch noch. James Jones. Der Vertrag bei uns ist lief aus. 30 Jahre, ja komm, James Jack. Nehmen wir auch nochmal mit, wenn möglich. Wenn möglich, muss man sagen. Verpflichtner auf Rechte verzichten. Ja, okay, dann habe ich auch den wieder mitgenommen. Jetzt brauche ich auf der Center-Position auch noch jemanden. Ja, da ist jetzt wirklich nur noch Resterampe am Start. Keine Ahnung. Ist eigentlich, glaube ich, vollkommen egal, oder? Es ist tatsächlich egal. Komm, lass uns den CPU entscheiden. Das ist, glaube ich, für uns alle viel spannender, wie hat sich Stephen Curry entwickelt. Und er ist eine 90. Und Dwayne Wade hat hier schon seinen ersten Drop. Bei Wade müssen wir echt aufpassen, dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischen, um ihn weiter zu traden. Ne? Und da einfach adäquat gleich einen Ersatz, der richtig reinschallert. Gut, dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Saison. Und dann müssen wir eigentlich gar nicht so viel machen, oder? Ehrlicherweise. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ben Wallace ist retired. Und deswegen, ich denke mir gerade so, weil ich gerade so nebenbei einfach ein bisschen durchgeschaut habe, dann denke, habe ich mir gedacht, hä, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Und jetzt spiele ich gerade mit Mohammed
eine 71 auf der 5. Und das natürlich, das geht überhaupt nicht klar. Da muss ich jetzt irgendwas machen. Verdammt, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Den hätte ich noch, ja, ich hätte dort auf die Rücktritte reagieren können müssen. Und dann hätte ich das Ganze verhindern können. Jetzt muss ich schauen, ich brauche einen neuen Center. Bin jetzt hier gerade irgendwie durch Zufall auf dieses Angebot hier gestoßen, und zwar Max Gale, Ilgauskas und Wilkins für Tony Allen und Joel Anthony. Und Allen hat noch 12 Badges, 29 Jahre alt. Ich gehe mal durch die anderen Angebote. Aber da ist nicht irgendwas Geileres mit dabei. Deswegen, vielleicht könnte das so ein Spieler sein, den ich eventuell sogar behalte oder dann weiter trade. Also ich mache das jetzt auf jeden Fall mal. Leute, ich habe alles probiert, aber das können wir vergessen. Also wir haben einfach zu schlechte Spieler. Ich kann jetzt auch keine weiteren First-Round-Picks mehr irgendwie ertraden. Und jeder Center, der irgendwie in die Kategorie 80 plus geht, dafür habe ich einfach nicht genügend Assets und oder beziehungsweise ich habe nicht genügend wertvolle Assets. Ich schaue jetzt mal noch kurz rein, dass ich nicht irgendeinen Spieler ziehen lasse, der nächste Saison keinen Vertrag mehr hat. Bei Steph habe ich dann noch meine Team-Option. Nee, ansonsten, ich riskiere es jetzt einfach. Hey, wenn wir dieses Jahr keinen Titel gewinnen, ist sau egal. Wir müssen jetzt nicht irgendwie 5 Titel in Folge gewinnen. Probieren wir es einfach mal, ob es so funktioniert. Und schaut mal, so schlecht sieht das doch gar nicht aus. Wir holen wieder über 60 Siege. Ich schaue auf jeden Fall gleich mit euch noch kurz in die Spieler-Stats. Und zwar genau jetzt. Da gehen wir rein und haben 30,5 Punkte von LeBron James, 27,7 Punkte von Stephen Curry bei, oh yeah, oh yeah, 43,3% von draußen, aber immer noch nur 3,4 Dreier Attempts. Steph, kannst du mal bitte hier, Made Attempts sind schon 7,8, gut, dass ich es gerade eben noch gesehen habe. Dwayne Wade kommt auf 25,6 Punkte. Kirilenko auf 9,9. Ja, optimal ist es nicht, aber jetzt schauen wir einfach mal, ob das eventuell für den Back-to-Back-Titel reicht. Und LeBron James ist wieder der MVP. Phil Outlaw ist der Rookie of the Year. Chris Kaman ist der Sixth Man of the Year. Dwight Howard ist der Depoy. Boah, Dwight Howard wäre natürlich auch brutal, gell? Stell dir mal vor, du hast, wenn du den noch vorne drinnen hast, neben LeBron James, Dwayne Wade und Stephen Curry, ey, dann ist halt wirklich komplett alles vorbei. Und dann ist wirklich alles vorbei. Aber jetzt ist mal die Träumerei beiseite. Wir müssen ran gegen die New York Knicks und gegen Raymond Felton, J.R. Smith, Gallo, Stoudemire und Tristan Thompson. Ich simuliere einfach die Runde komplett durch. Ja, 4-2. Ich glaube nicht, dass wir den Titel gewinnen werden, weil du, also wenn du auf der 5 einfach so schwach aufgestellt bist wie wir hier, also, das ist einfach ein Witz, dann wirst du wahrscheinlich nicht durchkommen. 4-3, schaut euch mal an, gegen diese Washington Wizards, das ist eine Katastrophe. Kirilenko, ich habe auch niemand anderen, den ich, wobei, ey, das sage ich ganz ehrlich, das spielt doch lieber Udonis Haslem auf der 5. Aber zu 1000%, bevor hier Mohammed spielt. Aber ganz, ganz sicher. Aber ganz, ganz sicher. Er ist jetzt leider nicht der Größte, gell? Egal. Wir bleiben. Ich habe auch. Ich habe schon eine ganz, ganz wilde Kombination, ehrlicherweise. Jetzt müssen wir ran, wieder gegen die Bulls. Natürlich gegen Derrick Rose. Das restliche Team kennen wir so. Nur Kyle Korver ist neu mit dazugekommen. Schauen wir mal. 1-0 für die Bulls, 2-0, 3-0, ja, wir verlieren 4-0 und haben überhaupt keine Chance, werden hier komplett auseinandergenommen und damit spielen die, warte mal, die Warriors spielen gegen die Bulls in den Finals. Krass, Kevin Love ist wirklich ein sehr guter Spieler, also ich hätte ihn auch super gerne behalten. Ich gehe trotzdem mit den Bulls, ich glaube, die machen das. Okay. Monta Ellis wird Finals MVP. Geschichten gibt's, die schreibt bloß eine Simulation, Freunde der Sonne. So, jetzt Spielerrücktritte. Shaq,
Grant Hill, Stackhouse, Ray Allen, Derek Fisher. Da ist dieses Mal keiner von uns mit dabei, oder? So, dann springen wir direkt in die Spielerentwicklung, weil in der Free Agency, wir haben wirklich keine Kohle frei gehabt und ich werde jetzt wahrscheinlich auch dann langsam zusehen müssen, dass ich Dwayne Wade trade, um eventuell einen besseren, jüngeren Spieler zurückzubekommen oder vielleicht im Optimalfall sogar zwei Spieler, einer auf der Shooting Guard Position und einer auf der Center Position. Ich habe jetzt mal hier Andre Miller noch mitgenommen als Point Guard, aber auch der verliert schon zwei Punkte. Weil ich muss schon schauen, also bloß weil ich Steph und LeBron James habe, heißt es nicht, dass ich jetzt hier alles irgendwie gewinnen werde. Die Verträge sind natürlich teuer. Und jetzt schauen wir mal, was wir für Dwayne Wade bekommen würden. Gehen hier direkt rein. Trade-Suche. Verdient 16 Millionen, was ordentlich viel ist. Und die Angebote sind überhaupt nicht geil. Das ist alles. Wow. Das ist ja mal komplett enttäuschend. Was will ich denn damit? Mann, Alter, das ist ja nichts. Ja, weil der Vertrag auch so teuer ist. Das ist jetzt gerade eben meine Starting Five. Und meine Bank. Das ist halt leider einfach nicht gut. Was mir echt auffällt in dieser Ära, sind so viele Monster im Frontcourt rumgelaufen und die sind dann halt alle fast nicht zu greifen. Wenn du heute spielst, in dieser Ära, ey, da gibt es die Jakob Pöltels und Clint Capellas und Miles Turners und so weiter und so fort. Die kriegst du irgendwie alle für einen Apfel und ein Ei und hier musst du gefühlt 5 First-Round-Picks reinballern, damit du auch noch irgendeinen von diesen ganzen Big Boys bekommst. Das kannst du komplett knicken. Schaut euch das mal an. Dwight Howard, Pau Gasol, DeMarcus Cousins, DeAndre Jordan, Noah Lopez, Gasol. Also, ja okay, das, dann kommt schon ein bisschen der Abfall, aber Ibaka hast du auch keine Chance zu bekommen. Oh Mann, ey. Dann fädel ich mal kurz einen kleineren Trade ein, und zwar Mike Miller und Andre Miller für JJ Barea. Der hat nämlich 17 Badges, ist natürlich unglaublich klein, aber bringt mir ein bisschen Playmaking von der Bank und Kenyon Martin. Schaue ich nochmal kurz durch, ob es da noch was anderes gibt. Aber nein, das nehme ich mit, weil ich glaube, JJ Barea kann man ziemlich gut weiter traden. Ne? Das war jetzt nur so ein kleiner Move zwischendurch. Wir stehen bei 31-12 in dieser Saison. Dann ein weiterer kleiner Trade, und zwar Joel Anthony für Danny Green. Ich muss da zwar einen Second-Round-Pick mit reinhauen, aber pfeift drauf. Danny Green ist da übrigens 25 Jahre jung und vielleicht bringt er mir ein bisschen was von der Bank. Man sieht es aktuell so aus. Wir sind halt leider auf der 5 immer. Es ist immer noch eine Katastrophe. Von der Bank her ist es echt okay. Also jetzt gut, außer ich habe jetzt JJ Barea und Danny Green. Paddy Mills ist jetzt hier gerade so ein bisschen unnötig. Vielleicht kann ich schauen, dass ich Paddy Mills irgendwie weiter trade für einen, keine Ahnung, für einen First-Round-Pick. Und im Optimalfall würde ich eigentlich Dwayne Wade traden für einen Center, wenn das irgendwie machbar wäre. Aber die Angebote für ihn sind halt einfach. Es gibt keine Angebote für Wade. Null. 0,0. Ich habe gerade eine ganz wilde Idee. Und zwar, wir schauen mal kurz rein, wer im kommenden Draft mit dabei ist. Scouting. Otto Porter. Giannis. Giannis ist hier mit dabei. Wow. Oder selbst Rudy Gobert. Dass ich eventuell für einen Pick trade der Houston Rockets. Gut, dann trade ich noch Paddy Mills weiter zu den Hornets. Ich habe einen größeren Plan. Ob der funktioniert, das erfahrt ihr. Das erfahrt ihr gleich. Es kann auch sein, dass es komplett in die Hose geht. Aber ich trade jetzt mal Paddy Mills weiter. Und werde jetzt höchstwahrscheinlich die Saison so zu Ende spielen. Auch wenn das alles andere als geil ist. Schau nochmal kurz auf die Verträge, dass ich nicht irgendjemanden vielleicht doch noch weiter traden muss. Oh ja, Allen. Allen hat keinen Vertrag mehr. Bird Years. Habe ich da 6? Okay, da hätte ich sogar die Bird Rights. Und Danny Green läuft auch aus. Ah, Mann. Also müsste ich die eigentlich auch weiter traden, ne? Zumindest Allen. Vielleicht kriege ich da auch noch einen First-Round-Pick, weil
Ich brauche viele First-Round-Picks für den Plan, den ich gerade habe. Okay, ich krieg hier nochmal einen First-Round-Pick und zwar von den Detroit Pistons. Ihr denkt euch sicherlich, okay Max, was hast du vor, was machst du gerade? Wir simulieren jetzt die Saison zu Ende und dann kommt der Moment der Wahrheit, ob ich... es geht jetzt auch gerade nicht darum, in dieser Saison den Titel zu gewinnen, weil ich glaube, das schaffst du mit dem Team nicht. Es geht um den kommenden Draft. Es geht um den kommenden Draft. Schaut mal das Jahr an, 2013. Wer ist da in die Liga gekommen? Den Tipp, den ich gerade im Kopf habe, den kann ich euch nicht geben, weil dann wisst ihr es sofort. Der Name ist ziemlich schwierig auszusprechen, wenn man ihn das erste Mal hört. Das ist mal der erste Tipp. Ablehnen. Ablehnen. Okay, Derrick Rose wird MVP, die erste Saison, in der es nicht LeBron James wird. AD wird Rookie of the Year. Phil Outlaw wird Sixth Man of the Year. Greg Oden, DPOY. J.R. Dantley, MIP. Und Scott Brooks wird Coach of the Year. Oh, die Thunder sehen ziemlich stark aus. Wenn die da 68 Spiele gewonnen haben, wer will da bitte an denen vorbeikommen? Ja, wir machen jetzt auch die Playoffs ganz kurz und schmerzlos. Weil ich glaube, da gibt es für uns nicht viel zu holen. Gegen Philly. Gegen die Bulls. Ja, gehen wir 4-0 raus. Und die Bulls werden auch Champ. Und Derrick Rose wird Finals MVP. Alles gut. Alles gut. Spielerrücktritte. Ist irgendjemand von uns mit dabei? Nein. Mitarbeiterrücktritte. Hoffentlich auch nicht. Auch nicht. Alles gut. Draft-Lotterie. Und jetzt schauen wir doch mal. Die Rockets haben hier eine 25%ige Chance auf den Number One Pick. Aber wer bekommt ihn am Ende? Die Suns. Die Suns bekommen diesen Number One Draft Pick. Okay. Wir sind wie immer wahrscheinlich doch da hinten an der 24. Der Pick der Bucks. Ja, gut. Dann gehen wir mal hier Richtung Pre-Draft Workouts. Also jetzt Giannis ist in diesem Draft mit dabei. Und den werden wir versuchen irgendwie zu bekommen. Und ich probiere es jetzt erstmal mit 4 First-Round-Picks. Ich habe noch einen anderen Plan, der ist dann komplett krank. Der ist wirklich krank, aber jetzt probieren wir es erstmal mit 4 First-Round-Picks. Nein, das klappt schon mal nicht. Mit 5. Was ist denn mit 6? Come on. Er sagt immer noch nein. Das ist krass. Okay. Die Suns haben Cap Space frei. Das bedeutet, ich kann denen auch Spieler mit reinwerfen. Zum Beispiel einen JJ Barea. Und dann nochmal Picks obendrauf. Gut, der ist nicht viel wert. Lassen wir den mal raus. Genau, den hier. Den hier. Probieren wir es mal so. Werd wahrscheinlich wieder alle reinhauen müssen. Ja, Mann! Let's go! Und ich musste nicht mal Dwayne Wade dafür abgeben. Die Trade-Angebote, die könnt ihr euch sagen. Ich will keine Angebote. Ich will keine Angebote. Giannis Antetokounmpo, willkommen im Team. Willkommen im Team. Ich kann es einfach direkt weiter zum nächsten Pick. 24. Pick. Schnell weiter traden. Keine Zeit. Muss Ringe gewinnen. Spielerentwicklung. LeBron James 97, Stephen Curry 93, Dwayne Wade bleibt hier mal stehen. Und hier ist natürlich jetzt der Spieler, der für uns alles entscheidet. Wie entwickelt sich Giannis einfach gleich in den ersten 2 Jahren? Ich hoffe, diese Rebuild-Challenge wird nicht zu lang. Weil bis Giannis jetzt dann an den Punkt kommt, wo er dann auch richtig eskaliert, das kann jetzt schon ein bisschen dauern. Gut, dann machen wir den nächsten Trade und zwar Kirilenkos Vertrag läuft aus und wir kriegen Tyson Chandler angeboten. Der ist zwar mittlerweile schon 31 Jahre alt und sein Vertrag läuft auch aus, aber wir haben hier die Bird Rights. Beziehungsweise sieht sogar so aus, als wenn der... Hä? Auf der Seite sieht das aus, als wenn er noch Vertrag hätte. Okay, wir klicken einmal kurz gemeinsam durch, damit ihr auch so seht, was hier angeboten wird. Manu Ginobili wird uns auch angeboten.
Aber ich glaube, ey, da sind wir schon ganz gut aufgestellt, wenn wir jetzt Tyson Chandler am Ende abgreifen. Und deswegen machen wir das, weil Kirilenko natürlich auch irgendwann weichen muss für Giannis. Und damit sieht das aktuell so aus. Giannis kommt jetzt sogar direkt rein in die Starting 5. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir jetzt wieder nicht gewinnen sollten. Alles gut. Irgendwann, glaube ich, werden wir 3 Titel in Folge gewinnen. Ich glaube fest dran. Und jetzt merkt man auch, unsere Siegquote geht schon wieder in eine andere Richtung. Blicken wir gemeinsam auf die Stats, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. LeBron James 27,5 Punkte, Stephen Curry kommt immer mehr dran. Ist aber schon noch krass, was die beiden halt auch für einen Unterschied haben von den Badgers her, obwohl die vom Overall ziemlich gleich sind. Dwayne Wade 24,3, der ist mittlerweile auch schon bei 47 Badges. Ich glaube, als wir angefangen haben, war der bei 55 oder sowas. Giannis hat 7 Badges, Kyle Korver dahinter. Ja, aber Tyson Chandler direkt mit 10,9 Rebounds und 1,3 Blocks. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gut, wäre schon geil, wenn wir jetzt einfach mal wieder den Titel so im Vorbeigehen mitnehmen, obwohl das Team jetzt nicht optimal besetzt ist. Derrick Rose, MVP, Victor Oladipo, Phil Outlaw, ich habe keine Ahnung, was mit dem Typen los ist. Der gewinnt irgendwie jede Saison in Award. Dwight Howard, Depoy, Andre Drummond, MIP und Scott Brooks ist der Coach of the Year. Das ist auch geil. OKC gewinnt irgendwie immer am meisten Spiele, aber kommt nie in die Finals. Das ist auch nice. Gut. Dann müssen wir ran gegen die Atlanta Hawks. Nee, sorry, das waren die Bulls, oder? Die ich da gerade eben gesehen habe. Ja, nee, wir müssen ran gegen die Sixers. Und gegen Drew Holiday, Evan Turner, Butler, Millsap, Dantley. Schauen, ob wir da weiterkommen. Ja, 4-0. Dann gegen die Bobcats. Gegen George Hill, Klay Thompson, Gerald Wallace, Tyrese Thomas, Derek Forrest. Okay. 4-2. Und natürlich, logischerweise, müssen wir wieder ran gegen die Bulls. Gegen ein Team, was halt im Frontcourt echt brutal stark ist. Aber eigentlich müssten wir doch... Dwayne Wade und LeBron James müssen jetzt einfach auch mal eskalieren und die jetzt einfach mal aus dem Weg räumen. Ganz ehrlich, Leute. Die Bank ist auch nicht so schlecht. Ich meine, sie ist jetzt nicht super geil und wir haben auf der Point Guard Position auch nicht wirklich jemanden als Backup für Stephen Curry, aber schauen wir mal. 1-0 für uns. 1-1. 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3. Jawohl, let's go. Und jetzt müssen wir ran gegen die Utah Jazz, gegen Chris Paul, Josh Childress, Gordon Hayward, Jared Dudley und DeAndre Jordan. Okay. Bitte, Jungs, macht das Ding, macht es zu. Ich wollte die Spiele einzeln simulieren, aber egal. Wir gewinnen den Titel und LeBron James wird Finals MVP mit nur 23,8 Punkten. Aber, wow, was für Quote, ne? Auch from Downtown, 45%. Und damit Titel Nummer 2. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Die Entwicklung von Giannis. Die Entwicklung von Giannis kommt jetzt. So, Mitarbeiterrücktritte. Ich glaube, ich muss mich jetzt um... Ja, Draft Lottery ist, glaube ich, egal für uns. Oder? Habe ich irgendwie einen Pick, von dem ich nichts weiß, der irgendwas wert sein könnte? Ja, hier an der 23. Geil. Dann nehme ich mit im Moratorium, wenn es geht, Nate Robinson, Leandro Barbosa und Mike Dunleavy. Könnte sein, dass ich eventuell eine nicht mitnehmen kann wegen nicht genügend Cap. Doch, ich kann alle mitnehmen. Ansonsten turnt hier noch irgendjemand rum. Ja, Milicic vielleicht noch. 7 Badges hat der. Da könnte man noch drüber nachdenken, ob man die mitnimmt. Ah, er hat bei den Spurs unterschrieben. Schade. Wow, Kirk Heinrich. Der will nur das... Der will nur das Minimum. Der hat 32 Badges. Hä, was geht denn da ab? Okay. Willkommen. Spielerentwicklung? Bitte, Giannis. Bitte. Direkt hoch auf eine 82. Okay. Ja, war klar, dass es ein bisschen dauert, aber LeBron James geht nochmal einen Punkt nach oben.
Stephen Curry geht um 2 Punkte nach oben und Dwayne Wade geht um 1 Punkt nach oben. Okay. Wobei, der war doch gerade eben auch schon eine 92. Manchmal ist das Spiel auch wirklich wild. Dann gehen wir rein in die nächste Saison und holen uns hoffentlich Titel Nummer 3, Freunde. Titel Nummer 3. Draftjahrgang 2015. Ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt sowieso Kirk Heinrich habe, dann trade ich Barbosa jetzt weiter. Nehme hier noch Reggie Bullock mit rein. Vielleicht entwickelt er sich ja noch ein bisschen. Und dann ab geht's. Spielt er jetzt? Nee, spielt immer noch nicht. Kirk Heinrich, haben sie keinen Bock drauf, oder? Von der Rotation her. Muss ich selber reinpacken. Mal schauen, was wir mit dem Team jetzt gewinnen. Und vor allem das Potenzial, wenn Giannis dann irgendwann mal auf eine 96 hochgeht, dann ist halt Game Over. Dann ist wirklich Game Over. Und mir wird hier gerade eben rotzfrech Ibaka angeboten für Tyson Chandler. Und ich meine, Ibaka ist halt wesentlich jünger und hat wahrscheinlich jetzt schon, der hat schon mehr Badges. Der hat schon mehr Badges. Alter, jetzt langsam wird es ein Träumchen. Jetzt langsam wird es ein Träumchen. Ibaka, willkommen in unserem Team. Und Primetime Ibaka, get the fuck out of here. Blockmaschine, richtig geiler Spieler. So, Freunde, wir befinden uns jetzt aber in der folgenden Situation. Und zwar, LeBron James' Vertrag läuft aus. Der hat eine Player-Option, ihr wisst ja selber, die wird immer abgelehnt. Und bei Dwayne Wade ist es das Gleiche. Jetzt verlängern wir erstmal den Vertrag von LeBron James, wenn das gehen sollte. Ja, Verlängerung verlängert den Vertrag. 3 Jahre. Ich will eigentlich gar nichts ändern, ehrlicherweise. Jo, LeBron James hat angenommen. Und bei Dwayne Wade, er ist halt, jetzt ist er eine 93 mittlerweile. Was ist denn da los, bitte? Eigentlich müsste ich den auch nochmal verlängern. Ja, verlängere ich auch. Ey, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich in den Vertragsverlängerungen drinnen bin, hier in diesem Spiel. Aber dann muss ich mir da in der Offseason jetzt keinen Kopf zerbrechen. Verliere dann eh genügend Spieler. Ja, okay, aber das sind alles nur Rollenspieler. Komm, let's go. Weiter geht's. Mich würde mal interessieren, wie viele Blocks haut Ibaka raus? Punkte, mittlerweile Stephen Curry ist der Topscorer und auch über 10 Assists. Das ist natürlich stark. Und Ibaka hat 2,5 Blocks. Ja, das ist einfach überragend. Giannis kommt auch schon auf seine 15,3 Punkte. Simulieren wir die Saison zu Ende und dann hoffentlich der nächste Titel. Das wäre dann Titel Nummer 3, oder? 2? 2 haben wir schon. 3? 4? Ich komme schon jetzt schon durcheinander. LeBron James wird auf jeden Fall wieder MVP. Jokic wird Rookie of the Year. Dame wird Sixth Man of the Year. Dwight Howard, Depoy. Dennis Schröder, MIP. Okay. Und Scott Brooks, Coach of the Year. OKC, Coach of the Year. 100 Mal und die kommen nicht einmal in die Finals. Also das ist schon wirklich echt irgendwie lustig. Dann, ja, lasse ich das einfach alles so, oder? Gibt es einen Grund, irgendwas zu ändern? Wir spielen gegen die Washington Wizards oder Bullets in dem Fall waren es, glaube ich, noch, oder? Weiß es gar nicht. Wizards? Nee, Wizards. Stimmt schon. Alter, Jungs, was war das bitte für eine Aktion? Wow, 4-3. Und jetzt müssen wir leider dieses Mal direkt ran gegen die Bulls in der zweiten Runde. Ja, das Team kennen wir. Caldwell Pope ist neu mit dabei. 1-0 für uns, 2-0 für uns, 3-0 für uns. Jawohl, den Sweep endlich mal zurückgegeben. Tschüss und auf Wiedersehen. Gegen die Pistons, gegen ein Team, das Kawhi Leonard und Davis mit dabei hat. Wow, okay. Perimeter-Defense sein Urgroßvater. 1-0 für die Pistons. 1-1. 2-1 für die Pistons. 3-1 für die Pistons. 3-2. 3-3. 4-3. Come on, let's go. Wow. Und wir müssen ran gegen die Kings. OKC scheitert wieder und kommt wieder nicht in die Finals. Also ganz ehrlich, ey. Das Team ist schon einfach wild. Kyrie Irving, Tariq Evans, Landry Fields,
oh Gott, wie spricht man den nochmal aus? Omri Caspi? Caspi? Und der Marcus Cousins. Das ist ein gutes Team. Das ist wirklich ein gutes Team. Ich möchte aber bitte den nächsten Titel. Ich möchte den nächsten. 1-0 für die Heat. 2-0 für die Heat. 2-1. 3-1. 4-1. Game over. LeBron James wieder Finals MVP. Bei diesmal 34,8 Punkten. Und wir gewinnen den nächsten Titel. Wir machen jetzt noch so, würde ich sagen, so zwei Seasons, weil ich will halt schon noch wissen, was passiert, wenn Giannis dann halt auf dieses Level kommt, wo man dann weiß, okay, jetzt ist dann eigentlich komplett Game Over. Ja, Draft Lottery. Für uns nicht irgendwie großartig relevant. Wir haben den 26. Pick über die Washington Wizards. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich recorde schon über 2 Stunden. Wow. Also, nochmal dafür kann man, glaube ich, schon ein Like reinschallern. Wir gehen rein bis zum Benutzerpick simulieren. 26. Pick. Ich habe 20 Angebote. Ah, ich weiß nicht, ist denn irgendjemand Geiles am Start? Billy Hernan Gomez, TJ McConnell, Kelly Oubre Jr. Ja, aber kein Sleeper mehr. Vielleicht noch Terry Rozier, bis der sich entwickelt. Puh. Nee, komm, da trade ich lieber. Weg mit dem Pick. Und den gebe ich einfach direkt weiter an... Ah, wenn ich hier gleich... Ja, von den Bulls. Okay, die sind aber auch stark. Was will ich mit deren Picks? Also wenn, dann brauche ich 2 First-Rounder von einem Team, was irgendwie rumeiert. Pistons sind auch stark. Rockets. Er ist Top 5 protected. Ach komm, nehmen wir mit denen mit. Und gehen bis zum Ende... Devin Booker geht hier an der 1 weg. Towns an der 2. Porzingis an der 3. Kaminsky an der 4. Der ist damals tatsächlich auch wirklich hoch weggegangen. Spielt mittlerweile in der Euroleague. Larry Nance Jr. Ja, also das war jetzt nicht der überragende Draft-Jahrgang. Team und Player-Option. Giannis natürlich. Team-Option ziehen. Qualifying-Offer. Reggie Bullock. Jo, mache ich. Jermaine Green mache ich auch. Dann gehen wir rein ins Moratorium. Da versuche ich hier Ish Smith mitzunehmen und Thiago Splitter. Die kann ich auch beide mitnehmen. Ansonsten ist die Free Agency wie so oft einfach sehr, sehr dünn. Vielleicht noch Kyle Korver. Und Milicic ist wieder auf dem Markt. Probier es nochmal. Kyle Korver passt. Milicic passt auch. Und dann sind wir auch da schon wieder durch. Spielerentwicklung. Größtes Augenmerk natürlich auf Giannis, und Giannis geht nochmal um 4 Punkte nach oben. Er ist mittlerweile schon eine 86 und hat auch schon 21 Badges. LeBron James ist mittlerweile einfach geschmeidig eine 99. Stephen Curry bleibt bei einer 95. Dwayne Wade bleibt auch bei einer 92. Okay, da hätte ich ehrlicherweise gedacht, dass der Drop dann irgendwie schneller kommt, aber der bleibt echt stabil. Ihr wisst gar nicht, was ich hier für wilde Angebote bekomme für Giannis Antetokounmpo. Gerade eben habe ich Dennis Schröder angeboten bekommen. Was kriege ich dieses Mal? Ein First-Round-Pick und Wright. Klar, natürlich. Warum auch nicht? Nee, nee, Giannis bleibt mal schön bei uns. Ibaka wollen auch alle irgendwie haben. Das Team ist einfach jetzt gerade so geil aufgestellt. Steven Adams wird uns angeboten. Wenn wir jetzt gleich über der Trade-Deadline drüber sind, dann kehrt da auch wieder Ruhe ein. Gut, AD wird MVP, Devin Booker wird Rookie of the Year, Dame wird Sixth Man of the Year, Dwight Howard, Depoy, wie eigentlich immer, Jokic wird MIP und Scott Brooks wird wieder Coach of the Year. Wow. Gut. Wir müssen ran gegen die Charlotte Hornets und gegen Patty Mills, Klay Thompson, Bogdanovic und so weiter und so fort. Ja. Also, unser Team sollte das eigentlich ohne Probleme hinbekommen. Ja, tun sie auch. Dann geht's gegen die Sixers und gegen Drew Holiday, Lou Williams, Brent Wood, Paul Millsap und J.R. Dudley. Bei manchen bin ich mir dann auch aus der Vergangenheit immer nicht sicher, wie man den ausspricht. 4-1. Gegen die Wizards, die haben uns ja gerade eben in den Playoffs zuvor fast rausgekickt.
mit diesem Team, was ich immer noch nicht raffe, ehrlicherweise. Keine Ahnung, was da abging. Also deswegen habe ich trotz allem Respekt jetzt vor denen. Also wieder 4-2, anscheinend liegen die uns einfach nicht. Und OKC geht wieder raus gegen die Kings und wir stehen wieder in den Finals gegen genau das gleiche Team, wie auch schon im vorangegangenen Jahr. Und hoffentlich gewinnen wir wieder den Titel. Oh oh. 1-1. 2-1. 2-2. 3-2. 3-3. Oh no. Mit Simcas simulieren. Jetzt plötzlich wollen die Kings hier ein Auge machen, oder was? LeBron James, Dwayne Wade, Steph... Alter, wir werden hier gerade voll hergeklatscht. Was macht ihr? Wir verlieren. Oh Gott, und wie krass wir verlieren. Gar keine Chance. Wir wurden richtig zerstört. Ciao und auf Wiedersehen. DeMarcus Cousins wird Finals MVP. Stark gegen die Kings. Okay, Jungs. Schwache Leistung. Muss ich mal ganz klar so betonen. Muss ich euch gleich mal alle wegtraden. Nein, Spaß beiseite. Aber krass, okay. Das ärgert mich jetzt dann doch gerade ein klein wenig. Muss ich da eventuell doch nochmal... Oh, da habe ich den 11. Pick. Das ist nicht so schlecht. Muss ich da eventuell doch nochmal Gas geben? Muss ich mich noch ein bisschen verstärken von der Bank? Habe ich das zu sehr auf die leichte Schulter genommen, habe gedacht, komm, wird schon laufen, einfach nichts mehr machen. Jaylen Brown. Yo. Also wenn der an der 11 noch da ist, dann sage ich natürlich vielen Dank. Ben Simmons geht an der 1 weg, Brandon Ingram an der 2, Sabonis an der 3, Jamal Murray an der 4, Sharp an der 5, Buddy Hield an der 6 und dann, ja, wer ist noch erwähnenswert? Hier die Jonte Murray, Malcolm Brogdon. Gut, Rookie-Verpflichtungen. Passt, Team- und Player-Option. Warum hatte denn Steph? Warum hatte Steph eine Player-Option? Und Ibaka auch? Oh oh. Oh oh. Ja, ich habe bei beiden die Bird Rides. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass Steph bei uns bleibt. Weil ansonsten ist das Projekt vorbei. Und Ibaka bitte im Optim... Ja, okay, das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben, was jetzt, was ich hier gerade angeboten habe. Ich weiß es nicht. So. 19,2 und eine Player Option. Bitte, beide, bitte. Steph und Ibaka. Ja, beide stimmen zu. Wow, Alter, da habe ich jetzt gerade eben ganz kurz Angst gehabt, bin ich ehrlich zu euch. Aber nein, hat geklappt, beide bleiben bei uns. Ich versuche jetzt hier gerade für Rudy Gobert zu traden, weil er hat nämlich noch seinen Rookie-Contract und das wäre schon nochmal krasses Upgrade. Komm schon, noch ein First-Round-Pick. Jawohl, let's go. Ey, also jetzt soll mir wirklich keiner mehr was erzählen. Jetzt habe ich Gobert in der Starting 5, Ibaka von der Bank, Jaylen Brown. Jetzt fehlt mir irgendwie noch ein Point Guard, der ein bisschen Shooting mitbringt. Und dann ist doch eigentlich Schicht im Schacht. Ja, und wer turnt denn da in der Gegend rum? Dennis Schröder. Und der hat 18 Badges. Und ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Spieler mit rein und 2 First-Round-Picks. Und es klappt. Schaut euch bitte dieses Team an. Stephen Curry, Dwayne Wade, LeBron James, Giannis, Rudy Gobert, Ibaka, Dennis Schröder und Jaylen Brown. Ich glaube, das ist das letzte Jahr, das wir jetzt machen werden, weil... ja, weil ich mittlerweile echt ziemlich lange aufnehme. Ich hoffe, wir können es nochmal mit einem Titel abschließen. Und wir marschieren ziemlich unaufhaltsam durch diese... Saison. Jetzt verlieren wir gerade mal zwischendurch so ein, zwei Spiele. Aber alles zusammengefasst werden wir wieder über 60 Spiele gewinnen. Weil ihr das auch immer spannend findet, schaue ich natürlich auch hier nochmal rein. Und zwar LeBron James 24,1 Punkte, Curry 22,8.
dass der immer noch bei 32 Plaketten rumhängt. Also ich glaube, ehrlicherweise auch, dass es eventuell, wenn ihr das vielleicht macht in der Simulation, auch komplett anders aussehen könnte, weil Steph 32 Plaketten ist halt ein Joke. Dwayne Wade hat 46, Giannis hat 23, Dennis Schröder hat 18 von der Bank. Das ist mega stark, was Dennis hier gerade für Zahlen droppt. Was haben die denn bitte mit Dennis gemacht? Rudy Gobert 17, Ibaka 20. Ja, ich sag euch, wenn Stephen Curry krasser sich entwickelt hätte, das ist, aber vielleicht ist das auch ein bisschen das Learning aus dieser Folge, dass vielleicht Steph niemals dieser krasse Superstar geworden wäre, wenn er an der Seite von LeBron James sich hätte beweisen müssen. AD wird MVP, Ben Simmons, Rookie of the Year, Dragic, Sixth Man of the Year, Kawhi Leonard, Depoy, Rudy Gobert, MIP und lass mich raten, Coach of the Year. Wow, hör auf, Nate McMillan dieses Mal von den Detroit Pistons. Mal nicht Scott Brooks von den Thunder. Ja, gut. Dann bitte, komm, gib uns ein geiles Finale. Dieses Team ist doch... Es ist geil. Es ist wirklich geil. Und jetzt ist auch wirklich sehr, sehr gebalanced. Gegen die Atlanta Hawks und gegen Jeff Teague, Joe Johnson, Josh Smith, Al Horford und Vucevic. Das ist ein richtig gutes Team. 4-0. Okay. Indiana Pacers. Zu der Zeit mit Paul George. Und der ist wirklich wieder dort gelandet. Das ist ja schon leicht funny, oder? Ja, okay. PG ist hier mit dabei. Das waren auch geile Duelle. Die Miami Heat gegen die Indiana Pacers zu der LeBron James Zeit bei den Heats. Und wir wow, Alter, wir hätten das beinahe verloren. Jetzt müssen wir ran gegen die Pistons, die eine überragende Saison gespielt haben. Wir haben das gerade eben gesehen. Wer spielt dort? Collison, Eric Gordon, Kawhi Leonard, Anthony Davis, JaVale McGee. Ja, die haben halt natürlich auch einen brutalen Frontcourt, aber also wir müssen uns auch nicht verstecken. LeBron James, Giannis und Rudy Gobert. Aber das wird, glaube ich, eine Schlacht. Nee, es wird keine Schlacht. Wir werden zerstört. Wow, die Pistons zerstören alles und jeden. Krass. Will ich so rausgehen aus dieser Folge? Ich habe jetzt gerade mal geschaut, was es für Angebote gibt für Dwayne Wade. Und schaut euch mal bitte an, wie viele Badges Mike Conley hat. Ich sag euch, ich wurde beschissen von dem Game. Stephen Curry turnt hier mit 35 Badges rum, aber Mike Conley mit 51. Ich nehme Mike Conley mit. Willkommen im Team. Keine Ahnung, was sie jetzt mit Steph machen. Steph bleibt einfach in der Starting Five und Mike Conley kommt von der Bank. Ja gut, dann kann ich Dennis Schröder jetzt weiter traden. Den habe ich sowieso einen viel zu teuren Vertrag gegeben. Einfach aber nur, weil ich denke, er hat einen ziemlich krassen Wert. Mir wird Drew Holiday angeboten. Mit 22 Badges. Wer kommt gerade von der Bank? Ibaka, oder? Clint Capella. Nick Young. Kemba Walker, Damian Lillard. Hey, hier werden Spieler angeboten für Dennis Schröder, wo du dir denkst, was geht hier bitte gerade eben ab? Draymond. Wobei, es wäre eigentlich ein geiler Spieler von der Bank, Draymond. LaMarcus Aldridge ist dann natürlich nochmal ein Ticken besser im Scoring. Ja, Holiday. Ja, aber da bin ich halt schon echt gut aufgestellt. Jetzt lass nochmal kurz reinschauen. Coaching. Mike Conley, Dennis Schröder, Ibaka. Also ich brauche eigentlich einen Flügelspieler. Oder einen Shooting Guard, der im Optimalfall für Jaylen Brown spielt. Da wäre Drew Holiday natürlich auch noch meine Option, wenn ich den auf die 2 stelle. Und das mache ich auch. Ich trade für Drew Holiday. Und ich weiß nicht, ob das Spiel das jetzt automatisch macht. Doch, das Spiel macht das automatisch. Stephen Curry, Drew Holiday, LeBron James, Giannis, Rudy Gobert, Mike Conley, Ibaka und Jaylen Brown. Und jetzt simulieren wir einfach durch. Schade. Also, keine Ahnung. Mit Stephen Curry, warum hat sich der bei mir nicht so entwickelt? Ich habe sein Potenzial abgecheckt. Das stand bei einer 96 oder 97. Und am Ende, ja, leider nicht so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe.
So Leute, das Finale steht an. Drückt mir die Daumen, dass wir hier nochmal zum Abschluss den Ring gewinnen. Und eventuell sogar reingehen können in die Zeremonie. Wir gewinnen 61 Spiele. AD wird wieder MVP, also keine Ahnung. Das ist einfach nur ein Monster anscheinend, wenn man hier über die LeBron James Ära reingeht. Im Optimalfall haut den irgendjemand anders einfach raus. Stephen Curry, Jalen Brown. Es kommt Holiday ja doch von der Bank. Nee, ich will Holiday nicht von der Bank. Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht immer, dann vertraust du dem CPU oder nicht? Oder eigentlich... Ach komm, ich vertraue dem CPU. I don't know. Mike Conley kommt von der Bank mit über 50 Badges. Das ist auch komplett irrsinnig. Und wir fliegen in der ersten Runde fast raus gegen die Bulls. Wow. Ich habe überhaupt keinen Glauben an das Team gerade eben. Wow, die haben Paul George verloren anscheinend, oder? Sieht zumindest so aus. Jetzt ist Drew Holiday wieder drinnen. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. 4-0. Wir müssen ran gegen die Pistons. Die werden uns wieder killen. Die werden uns wieder einfach umbringen. Weil Giannis einfach noch nicht ready ist für AD. LeBron James wahrscheinlich mit Kawhi Leonard Probleme hat. Und ich weiß es nicht. Lass uns überraschen. Ja, Mann! Let's go! 4-3, wir setzen uns durch. Wir setzen uns durch und müssen ran gegen die Golden State Warriors. Bitte, das kann jetzt nicht das Ende dieser Geschichte sein, dass jetzt am Ende wir gegen die Warriors verlieren, wo ich hier sage, okay, ich hole Stephen Curry zu den Heat. Das wäre jetzt zu bitter. Das wäre zu bitter. Komm, es wäre einfach ein geiler Abschluss, auch für die Community. So eine fette, lange Aufnahme hat doch einfach ein geiles Finish verdient. 1-0. 2-0. 3-0. Und... Komm schon, Jungs, zieht es durch. Ich will keine Spannung. Ich will einfach ein klares 4-0. Ich will einen Sweep. Wow. Es ist sehr eng. Und es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Sie kommen. Nee, sie kommen nicht. Die kommen nicht mehr dazu, Punkte zu machen. 109-104 und ich gehe natürlich rein, weil ich mit euch habe ich überhaupt den Ton angemacht von der Capture Card. Ja, es sieht gut aus. Conley wird gefoult. Geh an die Freiwurflinie. Bin natürlich gerade eben überhaupt nicht drin im Spiel. Ich weiß nicht mal, was für eine Schwierigkeit eingestellt ist, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich sehe, wie die Freiwürfe hier reingehen, dann ist die Schwierigkeit anscheinend nicht allzu hoch eingestellt. Ja, und wir gewinnen den nächsten Titel. Erfolgreicher Abschluss dieser Folge. LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo. Geil, dass wir uns gegen die Detroit Pistons durchgesetzt haben. Gibt es hier überhaupt eine Animation? Ich weiß es gar nicht, wenn man in der LeBron James Ära ist. Ja, wir gucken mal. Dass sie das nicht einfach rausfixen. Weißt du, 2K kann alles updaten. Aber diese komische Animation, das kriegen sie nicht hin. Ja, die Bank, Drew Holiday, Jalen Brown, Ibaka, alle am Jubeln. Ich weiß nicht, ob der Warriors-Typ gerade eben jubelt oder ob der traurig ist. Nee, er ist traurig. Okay, alles klar. Ja. Jetzt beim dritten Mal ist es dann wirklich nicht mehr witzig. Wobei ich... Jedes Mal, wenn ich das sage, wenn ich dann sehe, wie Giannis grinst mit Drew Holiday und so weiter. Wer ist der Finals MVP? Wahrscheinlich wieder LeBron James. Oder vielleicht dann zum Abschluss noch Stephen Curry. Das wäre natürlich irgendwie die geilste Geschichte. Ich weiß nicht, warum Maxwell hier gerade eben... Es ist so wild. Komm, Spielbericht. LeBron James, 36 Punkte. Ja, er wird Finals MVP sein. Stephen Curry kommt gerade mal auf 14 Punkte. Oh, wow. Das war, glaube ich, die längste und wildeste Rebuild-Challenge, die ich jemals aufgenommen habe. LeBron James wird nochmal Finals MVP.
Mein Akku ist leer. Der Controller-Akku ist leer. Es hat trotz allem Spaß gemacht. Für mich war es am Ende wirklich wichtig, dass wir nochmal den Titel gewinnen zum Abschluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, bitte. Und probiert es mal aus und schreibt mir bitte in die Kommentare, da bin ich nämlich schon noch ein bisschen angefressen, ob sich Stephen Curry bei euch auch so schlecht entwickelt oder ob der bei euch plötzlich irgendwie 50 oder 60 Badgers hat. Vielleicht muss man auch Dwayne Wade traden, ne? Damit man da irgendwie mehr Platz hat, damit Stephen Curry sich entwickelt. Aber das war irgendwie komisch. Ja, morgen gibt es eine Speed-Challenge. Ich glaube, das habe ich mir auch verdient. Das ist dann nämlich immer eine etwas kürzere Aufnahme. Das heute war jetzt die sehr, sehr lange Rebuild-Challenge. Und ja, morgen gerne reinschauen. Daumen nach oben da lassen. Schönen Samstag euch allen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.